Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, TVSAP. Diesmal geht's um CRISPR wie Liquid Metal. Liquid Metal, weil sie so einen silbernen Metalldesign hat. Und ja. So, woher sie bekommt? Sie bekommt sie aus dem Black Market, CP. Ab 1000 CP bekommt ihr 1 Crate, 4500 CP bekommt ihr 5 Crates und 8000 CP bekommt ihr 10 Crates. Ja, von dem Power her, auf den Kopf braucht ihr 2 Schüsse, denn es ist eine SMG, so wie jede SMG braucht, oh, ich hab ein bisschen doll gesprayt, so wie jede SMG braucht die 2 Schüsse auf den Kopf, wenn nicht sogar 3. Auf jeden Fall macht sie auf den Kopf 83 bis 93 Damage, von der Close Range, und auf die Brusten macht sie 25 bis 28 Damage auf die Close Range, auf der Close Range, oder wie auch immer. Mit Rechtsklick bewirkt man leider nichts. Wäre nett, wenn man Holo Side oder wie das man auch nennt, das Visier, was da vorne dran ist. Würde man das irgendwann mal benutzen können, das wäre echt geil. Hätte man so einen Rohpunkt oder sowas dran ist. Auf jeden Fall, Crossfire, wenn wir den Gegenstand so machen würden. So, ja, von der Range her, auf die Power geht die, auf die Power geht auf der Range, also lässt nach. Deswegen ist ein Minuspunkt, denn man kann wirklich nicht auf Distanz damit so gut spielen. Da muss man wirklich schon präzise zielen können und naja, man hat 40 zu 120 Munition. Die reichen eigentlich vollkommen aus. Der SMG ist ja auch eigentlich so gesagt eine Notwaffe laut meinen Informationen, aber ich finde Chris oder Thompson oder so ist keine Notwaffe. Es sind SMGs, damit kann man leider nur sprayen. Wie soll man damit One-Tap machen, wenn man so oder so 2 Schüsse auf den Kopf braucht, also, oder wenn nicht sogar 3. Eigentlich müssten Rifle-Player auch im Vorteil sein, denn SMGs sind ein bisschen schlechter, aber das gleicht sich wieder auf, dass sie mehr Munition haben und schnellere Schüsse machen, also schnellere Schussfeuerrate haben. Munition hat sie 40 zu 120, das reicht vollkommen eigentlich aus, wie gesagt. Und ja, vom Gewicht her ist sie auch noch recht leicht. Also das ist wirklich schon wieder ein Leichtgewicht. Das ist echt krank. Reload Time ist 1,9 Sekunden. Also schon recht schnell. Aber naja, SMGs haben allgemein entweder schnelle oder langsame Reload Time. Die Thompson hat ja schon wieder so eine lange. Ich weiß nicht, warum ich nicht so viele töten kann. Auf jeden Fall, was mir gefällt, ist, wenn ihr euch dreht, dann seht ihr schon an der Seite, also an dem Buddy, der Chris, Liquid Metal, das ist so ein Silberteil, also so ein, ja, keine Ahnung, so ein Glitzerteil da hat. Auf jeden Fall ist das echt geil gemacht. Ich mag es auf jeden Fall. Auf dem Boden hat es leider nicht mehr. Und ja, eigentlich ist die Chris wie die meist, also ja, erste SMG im Crossfire gab. Denn Chris Super gibt ja halt auch schon eine lange Zeit schon. Auf jeden Fall holt euch die, wenn nicht sogar die Chris, oder naja, eigentlich hätte ich gerne die Chris Halloween, aber schade, dass ich da noch nicht gespinnt habe, weil ich das alles noch gar nicht wusste von dem Konzept der Triale. Aber kann man nicht ändern. Würde ich gerne echt ändern, denn die Chris ist wirklich eine gute Waffe. Am liebsten, also vom Skin her ist echt die Chris Halloween die geilste. Die müsst ihr auch noch reviewen, wenn ihr sie habt, dann meldet euch bitte an mich, an mir oder sowas. Und ja, ich denke mal, das war's von mir. Entschuldigung für keine gelungenen Killstreak. Ich spiele eigentlich nicht so gerne mit SMGs, bis auf der Chris Super. Aber trotzdem, wenn ihr mich abonnieren würdet, dann bis zum nächsten Mal. We'll be right back.